Ist da überhaupt noch jemand? Den musst du dein Linienschiff hergeben. Aber das werden wir nicht schaffen. Warte mal, kann ich nicht noch irgendwo irgendwelche kaufen? Es würde gehen. Hol das Linienschiff. Wir haben noch Zeit. Wir schaffen das. Auch wenn ich lieber Militärfregatten hätte. Okay. Auf nach Nueva Filipina. Wir haben noch Zeit. Währenddessen wird er repariert. Und holt sich nochmal neue Leute. Vielleicht sollten wir noch welche aus Evangelista mitbringen. So, dann haben wir hier schon mal 283 drin. So, dann wird der Kapitän, der Finnegar Baker, wird rausgenommen. Die M. Hoffman wird aufgelöst. TV Europa kann los. Stimmt, ich kann ja drei Linienschiffe mit mir führen. Ich könnte sogar noch eine Militärfregatte mit dazufügen. Aber es geht. Probieren wir es. Zwei Kriegsgaleonen, drei Galeonen. Puh, das wird hart. Ich habe nicht genug Leute. Die werden einfach so meine Galeonen rausholen. Ich muss es versuchen. Okay. Ich habe auch keine wirklich guten Taktiken mehr.
es mir gedacht. Vielleicht sollte ich erstmal weitere Leute holen. Dass der die nicht einfach so kriegen kann, die Schiffe. Vielleicht sollte ich das ganz anders machen. Und zwar holen wir noch Militärfregatten. TV Europa. Die M. Hoffmann ist unterwegs. Ich gucke mal, ob hier noch welche sind. Nur ganz normale Fregatten. Das bringt mir gar nichts. Ich dachte, er wollte mich unterstützen. Wo bleibt die Unterstützung denn? So, du... hast aktuell 6 Schiffe. Und zu wenig Leute. Weswegen wir nach Nueva Filipina fahren, was derzeit nicht möglich ist. Ach so, bist du noch repariert? Nee. Hä? Okay, ich musste den Angriff einleiten, um abhauen zu können. Wie doof ist das denn? Egal. Hier ist auch nichts mehr. Vielleicht ist noch irgendwas im Hafen. Nur ein Linienschiff. Ich kaufe es, weil es nicht anders geht. Achso, warte. Oh ja, weitere Leute ist immer gut. Schau diesem Konvoi mal in die Bücher. Warum? Ist doch alles in Ordnung. So, wenn wir das Spiel laufen lassen, dann nur langsam. Wir lassen jetzt die 217 hier. Die packen wir hier in der TV Europa mit rein. Dann sind wir bei 970, 975. Sind dementsprechend schlagkräftiger. Du kannst 8 Punkte bei dir haben. Die hast du bei dir. Gut. Dann segelst du los. Du wartest hier. Wirst dich erstmal reparieren lassen. Reparatur. Okay. Suchen wir uns erstmal die schwierigeren, oder? Den haben wir es nachher nicht ganz so schwer. LP03 speichern. Das ist aber auch. Ich bin ewig dabei und total nervös. Wir könnten sogar automatisch angreifen. Wir hätten nur ein Schiff verloren. Und dann greift er an.
Nee, ich habe angegriffen, okay. Gut, dann fahr wieder zurück. Das ist cool. Das hat diesmal besser geklappt. So, dann lässt du dich bitte reparieren. Währenddessen wird die Hoffmann einfach mal gucken, wie weit die hier drüben sind. Wir laden schon mal neue Leute auf. Wir haben noch Zeit. Oh, nicht angreifen. Bloß nicht. Ich habe ein Schiff weniger. Ich könnte eine Militärfregatte noch mit rüberbringen. Der Konvoi hat sinnlose Fracht an Bord. Ja, und wenn schon. Noch haben wir Zeit. Das könnte der letzte Kampf sein. Oh, die Zeit verfliegt. Nee, das wird nichts. Konvoi wird repariert. Kann ich ihn nicht einfach abbrechen? Habt ihr keine Auftragsliste oder so? Okay, sind wir fertig? Wir sind fertig. Gut, wir sind wieder voll gepumpt. Und wir haben sogar eine Kriegsgaleone weniger diesmal vor uns. Das müsste klappen. Ja! Exzellent. Ich glaube, wir haben den Überfall auf Havanna abgewendet. Eine großartige Position für Friedensverhandlungen. Ihr habt euch eine Phase der Ruhe verdient. Oh, danke. Danke. Einer deiner Konvois hat eine miese Bilanz. Und wenn schon. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh. Was heißt, ich habe mir die Phase der Ruhe verdient. Wird es etwa gleich weitergehen? Der Krieg zwischen England und Spanien wurde heute beendet. Es würde mich wundern, wenn sich diese Halunken von dem Schlag so schnell wieder erholten. Ihre Streitkräfte sind aufgerieben und demoralisiert. Der Krieg ist gewonnen. Jetzt müssen wir den Frieden gewinnen. Und das bedeutet Handel und Aufschwung. Das plötzliche Ende des Krieges hat uns eine große Anzahl arbeitsloser Soldaten beschert. Sowohl bei uns als auch in Spanien. Das ist gefährlich, denn sie sind geschult an Waffen und gewohnt, sie einzusetzen. Wir müssen diese Leute schnell beschäftigen, sonst nehmen die sich einfach, was sie brauchen. Aber das ist auch eine Chance, unsere Städte wachsen zu lassen und die Produktion anzukurbeln. Und nutzt die neuen Handelsmöglichkeiten mit Spanien, um eure Waren abzusetzen. Ein neuer Pirat namens Walter Raleigh macht sich breit. Einer deiner Konvois hat eine miese Bilanz. Dieser Konvoi fährt unter keinem guten Stern. Das ist mir egal. Ich bin gerade super glücklich. Wir haben Ruhe. Und ich liefere jetzt alle Matrosen ab, einfach bloß, dass wir unsere Ruhe haben. Und wir werden uns in Port Royal niederlassen. So, welcher Konvoi ist denn so schlimm? Varian nicht. Kein Pardon ebenfalls nicht. Die Daedalus auch nicht. Also es sieht alles gut aus. Ich weiß nicht, was er hat. Wahrscheinlich haben die eine miese Bilanz, weil sie irgendwelche Leute noch mit dabei haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade super glücklich. Wir haben unsere Ruhe. Die M. Hoffman vielleicht? Ja.
Letzte Tour minus 213.000. Alle Touren 969. Der hat eine richtig miese Bilanz. Was ist denn hier los? Okay. Ja, wahrscheinlich, weil er so lange unterwegs war. Insgesamt hat er aber Plus gemacht. So, und wir müssen jetzt versuchen, das Geld, das wir bekommen, zu nutzen, um mit Sevilla beispielsweise Handel zu treiben. Denn wir brauchen eine Handelslizenz. 180.000 kostet sie. Und jetzt werden wir versuchen, dort die Waren zu verkaufen. Wir haben keine großartige Möglichkeit mehr, irgendetwas zu kapern. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Zucker mit. Und verkaufen den in ganz Spanien. Oh. Okay, war eine doofe Idee. Ah, 1500 Waren. Sorry. Sollen wir verschenken? Ich mach das einfach so. Es soll einen neuen Piraten geben. Er nennt sich Michael Gear. Schon wieder ein neuer Pirat. Durch das Ende des Krieges wurden zu viele Soldaten und Freibeuter ihrer Erwerbstätigkeit beraubt. Einige lässt der Krieg nie wieder los. Sie wollen sich nicht darauf einlassen, ein Leben an Land zu führen. Doch es hilft nichts. Wir müssen diese Halunken aus dem Verkehr ziehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Sie fühlen sich von der Königin verraten und machen Jagd auf ihre Handelskonvois. Der Frieden hält nur, wenn wir ihn durchsetzen. Okay. Ich glaube, Sevilla hatte auch immer Hunger. Denn die haben überhaupt kein Getreide dort oben. Auch hier gibt es kein Getreide, das könnten wir also hinbekommen. Oh, ich erschrecke mich immer, wenn das hier so knallt und rumst und macht und tut. Darf ich gar keinen Handel treiben, oder? Stadt, Handelslizenz, 190.000. So, bitteschön. Valladolid, ihr wollt doch bestimmt noch ein bisschen Getreide haben und hier noch ein paar Stoffe. Wie weit ist denn jetzt der Auftrag fortgeschritten? Es fehlt noch ein bisschen was. So, eine Aufgabe ist erfüllt. Wir haben schon mal Handel mit Spanien gemacht, gehalten, wie auch immer. In unserem Unternehmen oder unseren Unternehmen müssen 2400 Arbeiter tätig sein. Das heißt, wir brauchen noch weitere Unternehmen und entweder wir werden Port Royal weiter aufstufen oder aber ganz andere Städte, die wir dann dementsprechend noch aussuchen müssen. Zusätzlich brauchen wir das Geld dafür. Es gibt schon wieder einen Stufenanstieg. Ach, für dich, Cedric! Freut mich! Komm, dann gebe ich dir 8% mehr Schaden. Nein, die Wahrscheinlichkeitserhöhung, dass wir auch mal ausweichen können. Das wäre sehr schön. Ich glaube, dann gebe ich ihm als nächstes die Manövertaktik. Nee, Zimmermann will ich ihm geben. Taktik. Taktik. So. Navigator. Konvoi wird bei flachem Gewässer nicht verlangsamt. Es wäre eigentlich eher ein spanischer Kandidat, aber ist egal. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir holen uns hier weitere Schiffe in der Werft selber. Ich habe echt gedacht, wir sind schon durch. Dass wir nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, ha, ha. Gut, wir kaufen die Bark. Ich brauche noch mehr. Ich brauche mehr Barks. Oder Barken? Barken, ne? Leute, Fregatte, Fregatte, Fregatte. Ich will keine Fregatten. Ich brauche Barken. Korvette, Linienschiff. Ja, kommt. Leckt mir doch die Füße. Das gibt's nicht. Ach ja, die anderen Städte gehören mir auch. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Guck mal, hier ist noch eine Bark, die nehmen wir mit. Und die Brick meinetwegen auch. So. So, und ihr werdet jetzt rüberfahren. Wo haben wir? Ihr seid da.
Ich werde euch auch lustige Liese. Finde ich auch schön. Irgendwann umbenennen, aber vorher fahren wir rüber nach Port Royal, holen uns noch das dritte Schiff, was dort zur Verfügung steht, und machen dann eine Handelsroute mit den beiden spanischen Städten fertig, die wir jetzt mit reingebracht haben. Und zwar Port Royal und die anderen spanischen Städte. Das wird uns auch wieder sichern, dass wir das ein oder andere absetzen können und gleichzeitig auch vielleicht das ein oder andere noch mit dazu bekommen, was Port Royal benötigt. An dieser Stelle, ich bin fix und fertig, so nach ca. 20 Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Ich bin echt groggy, ich bin echt müde, ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Es ist 4 Uhr morgens, war zu erwarten. Und ja, bis zum nächsten Mal, muss ich mich morgen eben wieder schminken. Bis gleich.